Yo, moin, willkommen zu Teil 2 Let's Play Skyrim. Wir haben die Brücke runtergelassen. Und jetzt kommen die Wachen. Oh, fail. Und weiter geht's. Mal gucken, was diese Höhle so bringt. Oh, oh. Der ist schon ein bisschen stärker. Aber ich habe ihn weggeklatscht. Und ihn auch. Weiter geht's. Die große, schöne Axt gefällt mir. Aber das brauche ich nicht. Weil ich habe mein Schild. Und es geht tiefer in den Kaninchenbau. Oh, die geht sogar wieder hoch. Das ist cool. Mal gucken, was uns diese Höhle noch so bringen wird. Ja, ja. Komm, komm, komm nur her. Easy. Ich würde sagen, easy. So. Novize. Komme ich da rein? Ich habe einen Dietrich. Jo. So. Was bekommen wir hier? Ein Zauberbuch. Mal lesen, mal gucken, was es das gibt. Bücher. Hellsehen. Ach komm, leck mich am Arsch. Das brauche ich nicht. Es gibt uns die Truhe. Ah, ein Helm. Okay, aber so ein komischer Cast-Helm. Und irgendwas zum Verkaufen. Das verkaufe ich alles. Das brauche ich alles nicht. Hm, was haben wir denn hier? Einfach nur ein Kerker. Brauche ich nicht. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. In den Kaninchenbau. Der immer größer wird. Der wirklich immer größer wird. Interessant. So, jetzt kommt da gleich der Kollege. Lassen wir die Spielchen. So, Kollege Schnürschuh, komm her. Oh, fail. Ich finde euch schon. Ich muss sagen, ich mache recht guten Schaden für meinen... Für mein Level oder für meine Stärke. So. Du gehst mir da nicht auf den Keks. Oh nein, ein Hammerträger. Dem. Die sind besonders schwer abzuwehren. Oh, der macht guten Damage. Aber ich bin doch echt stark, muss ich sagen. So. Nein, das wollte ich nicht. So. Zack. Was? Weg mit dir. Und der Pfeil hängt noch im Schild. Eisenpfeil. Ach komm, wir nehmen die blöden Pfeile mal mit. Ey, das sieht so geil aus hier, finde ich. Oh, das Dungeon Design gefällt mir auf jeden Fall hier. So, ich bin ja ein Typ, ich gucke immer gerne, was es hier so Schönes gibt. Ah, Rattenfleisch, ekelhaft. So richtige Ratten. Eine Truhe. Schwaches Gift, kann man immer schön verkaufen. Ohne Kette. Kette gefällt mir ganz gut. Weil die kann ich auch mal tragen, ne? Da. Gut, 10 Punkte mehr. Lebensenergie. Oh, Diamanten und Granitsteine, geil. Das ist natürlich sehr schön. Aber ich will noch mal gucken, was der kleine Knabe da unten alles da für Scheiße angestellt hat hier. Auf jeden Fall hat er hier irgendwas geschmiedet, die Pussy. Oh! Schmiedekunst! Ah, doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Also hier ist eine komplette Schmiedeausrüstung. Sehr schön, sehr schön. Und ich will noch mal hier in die schöne Quelle gehen. Mal gucken, ob hier Pisse und Scheiße drin ist oder ob das Wasser entspannt ist. Das Wasser ist entspannt, es kommt aus der Quelle. Aber wahrscheinlich Pisse und Scheiße, die hier rein, kann ich mir gut vorstellen. Also lieber raus da.
weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber diese Höhle macht so krasse Geräusche. Das Spiel ist zwar schon echt verhältnismäßig alt, aber einfach noch so geil gemacht, wirklich. In jedem Dungeon kann man sich so ewig lange verlieren. Allein, man kann gegenlaufen. Das ist so schön. Oh, wir kommen schon wieder raus. So hinten raus sozusagen. Die Fertigkeit Schloss knacken hilft dabei, Türen und Behältnisse schneller und mit weniger zerbrochenen Dietrichen zu öffnen. Ja. Jetzt sind wir so von hinten hier rausgekommen. Ah ja. Ich höre sogar ein paar Wölfe heulen. Es ist hier immer noch scheiße dunkel. Neblig. Man sieht fast nichts. Aber ich laufe oben, wie man sieht, wieder zum Stein hin. Weil der gibt uns auf jeden Fall eine besondere Fähigkeit, die wir hier aktivieren können. Es sind Wölfe hier. Komm, weg mit dir. Ich bin recht stark, finde ich, mit meiner Axt. Also das sage ich jetzt schon zum zweiten Mal. Aber ich bin verwundert, wie viel Kraft ich habe. Ich habe keine Mod installiert, der mir irgendwie Kraft gibt oder so. Das habe ich nicht gemacht. Wirklich nur das, wirklich eine Mod. Und das können wir jetzt mal gerade gucken. Neue Stufe erreicht. So, was machen wir mal rein? Ich würde sagen Ausdauer. Gesundheitlich komme ich gut durch. Ausdauer verbessern. Talente zu verbessern, ein Punkt. Und ich würde sagen, wir verbessern auch direkt einhändig. Das kann man immer gut gebrauchen. Okay, bis jetzt habe ich einen Punkt, Talentpunkt dazu bekommen. Das ist ja normal. Ach, keine Ahnung. Ich weiß doch selber nicht, was ich jetzt installiert habe. Ist auch egal. Einfach nur zocken. So. Was ich wirklich schön finde, ist, also das finde ich rein grafisch einfach schön, die Tiefenschärfe. Der Baum und jetzt der Hintergrund ist verschwommen. Hintergrund scharf. Also das gefällt mir richtig gut. Also es ist ja auch das 2016er Skyrim, was rausgekommen ist. Diese Special Edition da. Ich glaube, da haben sie das auch schon eingebaut. Aber ich glaube, diese Laterne, habe ich grafisch hier reingemacht, was auf jeden Fall das Ganze so schön macht. So, die Wächtersteine entdeckt. Und diesen Stein können wir uns aussuchen, welcher Skill gefördert wird. Magier, Dieb oder Krieger. Und ich sag mal, wir sind Krieger, also gib uns die Power. Ich schwöre. So, aktiviert. Geil, ne? Schön, wirklich so schön. So, jetzt sind wir hier so mitten auf dem Weg, ja. Das heißt, wir laufen jetzt mal Helgen. Gut, wir laufen jetzt einfach mal ganz normal sogar den Weg Richtung Flusswald. Weil der Weg zu den Sturmmänteln, also es liegt auf dem Weg zu den Sturmmänteln. Von dem her kann man das ruhig mal machen. Und wir reden auch mal mit dem Schmied sogar, der da ist. Das ist ja kein Ding. Der gibt uns sogar ein paar Items. Das weiß ich auch noch. Extrem herbstliches Wetter. Schon wieder Wölfe. Oh Gott. Aber ja, Angst habe ich nicht vor denen, weil ich hau die so locker weg alle. Dann laufe ich trotzdem mal. Ich denke, ich verbessere jetzt erstmal die Ausdauer. Weil mit der Kraft habe ich keine Probleme, also auch mit der Lebensenergie nicht. Nur die Ausdauer geht mal weg. Vor allem mit dem Schild in der Hand kann man die echt gut gebrauchen. Und man kann schön schnell laufen immer. So, willkommen in Flusswald. Ich freue mich. Drachen. Ich habe einen Drachen gesehen. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Also bitte, Mutter. Ihr werdet schon sehen. Es war ein Drache.
Ihr werdet schon sehen. Töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Wer sagt zu seinem Sohn ihr? So, da ist er doch. Alvor. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. What? A dragon? In Helgen? That explains what I saw earlier. Flying down the valley from the south. I was hoping I was wrong about what I thought it was. You're right. I saw it. Didn't want to believe my own eyes is all. A dragon. Here in Skyrim. Yes. What's this world coming to? First the war, now dragons. Trouble loves company, they say. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Okay, dann legen wir los. Cross the river and then head north. When you get to Whiterun, just keep going up. When you get to the top of the hill, you're at Dragon's Reach, the Jarl's Palace. Also, ich werde jetzt nicht zum Jarl laufen, weil ich will halt die Hauptquest jetzt überhaupt nicht spielen. Ich wollte das nur triggern einfach hier mal. Okay, wir sehen, das Spiel ist ein bisschen auf Englisch. Das heißt, wir lernen auch ein bisschen Englisch dazu. Für mich ist jetzt kein Problem, ehrlich gesagt. Aber irgendwie ist das, ja, halb-halb. Mich wundert, dass jetzt hier so viel Nebel ist. Ich finde, das sieht echt geil aus. Aber ich glaube, das ist doch irgendeine Mod, die hier Dauernebel reingeknallt hat. Ich will einmal kurz gucken, was da los ist. Also es ist schon die Mod, die das so aussehen lässt. So genial. Wenn man die ausschaltet, haben wir trotzdem Nebel. Aber es sieht nicht so schön aus, deswegen lasse ich es mal drinne. Ich dachte erst, das ist eine Mod, die irgendwie dauerhaft Nebel erzeugt. Das hätte mir jetzt nicht so gefallen, aber da wir eh Nebel haben gerade, ist das einfach normal. Ich hatte auch mal eine Mod drinne. Da hatte ich, das ging darum, dass mehr Bäume da sind. Also mir gefällt das so mit den Bäumen hier. Aber diese Mod, die hat einfach das Dreifache oder Vierfache an Bäumen hier hingemacht, was hier schon ist. Also du hast einfach gar nicht mehr gewusst, wo du bist durch diese ganzen Bäume. Das gibt natürlich so ein Gefühl von verlassenem Wald, sag ich mal. Ist auch ganz cool. Aber es war irgendwie zu viel einfach. Ist wirklich zu viel. Man hat auch von der Landschaft ja nichts mehr gesehen, was ich schade fand. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich denke, ich laufe nach Weißlauf, weil da gibt es eine Kutsche und die kann mich nach Windhelm bringen dann. Muss ich nicht alles zu Fuß laufen. So, da unten läuft irgendjemand. Was ist denn das für eine? Aha, eine Wache. Ja, ja, die können wir... Sind das die Kaiserlichen oder die Sturmmäntel? Kaiserliche. Die muss man meiden. Oh, sieht so schön aus. Guck dir das an. Ah, das habe ich vermisst. Einfach diese Aussicht. Ich könnte das die ganze Zeit einfach nur genießen. Was für ein Riesenmond. Schön. Der Mond Phöthon. Phöthos. Phöthon? Sehr schön. Ich werde auch noch mit der Zeit so ein paar Lore-Geschichten dazu erzählen. Also ich weiß ein bisschen mehr über Skyrim als die meisten, sag ich mal. Deswegen werde ich ein bisschen Lore einbringen, wenn es dann gerade mal so passt. Zu den verschiedenen Situationen oder Charakteren. Wenn mir was einfällt. Also was heißt, ich weiß mehr als die meisten. Also die meisten normalen Leute, die das spielen... Das haben ja Millionen gespielt, die wissen das wahrscheinlich nicht. Es gibt schon ein paar, die das wissen. Aber ich versuche das einfach mal reinzubringen. So ein paar Hintergrundinformationen. Wenn mir denn was einfällt gerade dazu. Hey du. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Ah, du hast das auch in die Hose geschissen. Du hast in die Hose geschissen. Gib's zu. So, mal gucken. Wir wollen zum Reitstall. Den sehen wir da oben auf dem Radar. Es sieht einfach so geil aus, finde ich. Ich würde so gerne genau da jetzt sein, einfach. Wirklich. Deswegen, Skyrim ist so ein richtiges, so ein richtig schönes Winterspiel, was ich so, einfach so gerne im Winter zock, weil das einfach diese Atmosphäre vom Winter quasi verdoppelt. Und Oblivion?
Oblivion ist zum Beispiel so ein typisches Sommerspiel für mich. Oder so ein Frühlingsspiel. Und Morrowind ist so ein Herbstspiel. Also irgendwie haben die diese Elder Scrolls Teile irgendwie jeder so eine Jahreszeit für mich. Irgendwie. Das mag ich. Also ich spiele die nicht jedes Jahr, klar, ist ja logisch. Aber sie passen manchmal für mich so in gewisse Jahreszeiten. Weil ich meine, Oblivion ist ja auch so ein. Spielt ja auch im Sommer, ne? Das ist ja eher hier so ein winterliches, herbstliches Abenteuer hier. So, wir haben die Reitstelle gefunden. Beziehungsweise, wir brauchen den Kutscher. Hey. Also, wo will ich nochmal hin? Ich will nach Windhelm. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Windhelm. 75 Gold. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Okay, ich habe noch genug Geld für den Taxi. Das Taxi. Wart ihr schon mal in Windhelm? Nein, noch nicht. Zufolge die älteste Stadt im Himmelsrand. Der große alte Palast dort wurde angeblich von Iskramor gebaut? Das weiß ich jetzt gerade natürlich nicht. Aber die älteste Stadt. Das wusste ich. Viele Einwohner Windhelms fürchten aufgrund einer aktuellen Mordserie um ihr Leben. Ja, dort treibt eine Untergrundgilde ihr Unwesen. Diese Stadt. Und zwar die... Diese Assassinen oder diese Diebesgilde. Die, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Die sind auf jeden Fall so, dass die so assassinmäßig Leute umbringen aus dem Hinterhalt und so. Das kann ich schon mal sagen. Und diese Stadt liegt im Norden, in einer sehr, sehr eisigen Gegend, wie man sieht. Schneeverwehung ist ja in der Tagesordnung. Wir laufen natürlich hier kurzärmlich rum. Wir sind ja so harte Soldaten. Aber diese Stadt ist einfach mal aus fucking massivem Stein gebaut. Der Stein ist so mächtig, dass ein Stein sehr mächtig ist. Ja. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey. Vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Ah ja. Die sieht auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig aus, finde ich. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Ja. Eigentlich habe ich nichts gegen die. Also ich wüsste jetzt nicht was. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Hier sind die Sturmmäntel, die hier regieren. Und ich, soweit ich weiß, ist das Problem der Dunkelelfen doch, dass sie mit den Talmorder sowas zu tun haben und ihr Gebiet ausweiten wollen, ihre Macht. So, sah aus, als hätten diese Nord euch behelligt. Das ist nichts Neues. Diese Nord, ich bin selber ein Nord. In Windhelm sind wir egal, aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Rolf. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Das ist doch das Beste morgens. Also halt die Schnauze und geh weiter, du Fotze. Ja, sehr charmant. Ich mache ein Rollenspiel hier, Nele. Ich spiele mit, Leute. Also, wir gehen jetzt mal in den, da ist der Palast. In den Palast, denn wir wollen unseren Sturmmantelführer treffen. Oh. Dann stimmt es also, was alle sagen? Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch? Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen? Genau, die dunkle Bruderschaft ist hier. Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich auch ein Dunkelelf. Nicht. Das sind nur Geschichten. Die töten und morden andauernd. Deswegen mag sie keiner. Da kommen wir auch noch später zu, vielleicht. Vielleicht. Wobei ich will jetzt erst... Also ich mag die nicht so gerne. Ich habe die mal durchgezockt. Aber das Spiel bietet so, so viel zu entdecken einfach. Wirklich so viel. Die dunkle Bruderschaft, ja. Also, willkommen in der Festung
vom König Sturmmantel. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft. Eine Frage. Ihr kennt mich zwar nicht, aber... Also nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Ja, Entschuldigung. Kenne ich euch? Nein, aber ich möchte gerne den Sturmmanteln beitreten. You've come to the right place, then. Oh, you speak English, speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. Seems we're all branded villains these days. So long as your past stays in the past. And you fight for me with honor and integrity. We'll welcome you into our ranks. Bald. Also der Stimmwechsel ist ein bisschen lustig. Sie alle, so wie es mit König Torre getan. Also rede ich mit ihm. Why is a foreigner want to fight for Skyrim? Himmelsrand ist meine Heimat, denn ich komme aus Himmelsrand und möchte dieses Land beschützen vor diesen schmutzigen, schmutzigen, dreckigen Dunkelelfen. Ich möchte gegen das Kaiserreich kämpfen und würde alles dafür tun. Nein, das ist meine Heimat. Ich bin ein Nord. Aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Ja, natürlich. Deshalb bin ich hier. Ich möchte mich euch anschließen. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine Prüfung für euch vorbereitet. Gib mir eine. Ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Komm. Das höre ich gerne. Natürlich. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Ja, davon gehe ich aus. Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Also dann lege ich los. Passt dort draußen auf euch. Quest. Für die anderen ja. Gut, dann legen wir los. Töten wir einen Eisgeist. Wo müssen wir jetzt genau hin? Habe ich die Quest jetzt angenommen? Nein, what the fuck? Ich habe die Quest nicht angenommen. Okay. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid ihr bereit für die Schlangen? Dort Let's go. Tötet dort draußen einen Eisgeist. Und ihr seid euch eure. Die letzte. Bevor ihr an der Seite eures Schildbruders kämpft, das wäre hier. Versucht nicht zu sterben. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich war schon zu voreilig. Ich hätte noch ein paar Fragen stellen sollen. Okay. Ich wäre auch schon so jetzt gerade sofort losgegangen, ohne dass ich irgendwas noch weiß. Ich bin da. Ich bin da Draufgänger, also. Scheiß drauf. Das heißt, wir gehen. Oh, wir gehen richtig noch weiter in den Norden. Noch weiter. Das wird auf jeden Fall geil. Das wird auf jeden Fall cool. So richtig eisig cool, wenn du weißt, was ich meine. Ist ein bisschen kalt, muss ich sagen. Ich habe noch diese alte Ork-Rüstung hier an. Also, gehen wir mal raus. Zack. Keine Ladezeit. Cool, ne? Ist auch eine Mod. So, der Eisgeist. Soll ich hier runterspringen?
Ja, es geht schneller. Boah, kaltes Wasser. Sehr schön für die Abhärtung. Ich liebe es. Und hier ist noch ein Schiff. Oh. Aha. Jo, ich bin drauf. Im Übrigen, hier ist, glaube ich, auch ein Ort, wo man alternativ starten könnte. Also theoretisch hätte ich auch hier starten können. Aber dann hätte ich den Stein natürlich nicht aktiviert so schnell. So, das heißt. Sehr schön hier. Oh ja. Hier kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf zurück. Wir begeben uns jetzt erstmal zu diesen komischen Schneedingern da. Hallo, Hof entdeckt. Na, okay. Ist auf jeden Fall so geil. Jetzt, hier bräuchte ich auf jeden Fall einen Schlitten. Ich würde hier so geil Schlitten fahren. So, mal gucken, wie ich schon mal laufe. Okay, besser, ich gehe jetzt rüber, oder? Ich gehe jetzt rüber und laufe da unten am Wasser entlang. Schon irgendwas gerade gehört. Oh, scheiße. Oh, die Eiswürfel. Nee, das ist noch kein Eiswolf. Okay, das war noch ein normaler Wolf. Also es gibt auch, glaube ich, diese Eiswürfe, ne? Die sind noch ein bisschen stärker. So, gibt es hier unter Wasser irgendwas? Die Wasseranimation von ihm sieht ein bisschen... What the fuck? What the fuck? Lol, Alter, was machst du hier? Wie wir zusammen schwimmen. Er hat sich auch gewundert, was mache ich hier, so weißt du? Digga, was? Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Unterwasseranimation ein bisschen schwammig aussah irgendwie. Aber dann kommt mir dieser komische Typ da entgegengeschwommen. What the fuck, einfach. Auch noch nie erlebt sowas. Okay, es ist doch echt noch ein kleines Stück dahin. Aber ich habe auch keinen Bock, da oben rüber zu laufen. Oh. Das sind heftige Typen. Durchaus aggressiv. In ihrer Natur. Durchaus. Sollte man auch nicht zu nahe kommen, vor allem wenn sie... Ja, wenn sie Junge haben. Sehr, sehr aggressiv. Aber sie geben gutes Fett her. Man kann sehr, sehr gute Sachen aus ihnen craften, herstellen. Weil sie wirklich sehr fettig sind. Hier ist übrigens schön warm, hier in meiner Taverne. Oh, da vorne sehe ich irgendwas. Eine Gruppe voller Diebe. Ihr habt euch eine schlechte Oh, scheiße. Und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Banditenanführer. Ich kann schon euer Blut sehen. Hört sich eigentlich eher langweilig. Ja, ich muss laufen. Das war gar nicht. Ihr seid tot. Ich laufe, es ist klar, dass ich es nicht schaffe. Ja. Vor dir habe ich keine Angst. Jetzt kommt noch der Wolf da hinten gleich auf mich zu. Beste. Ja, da laufe ich weg. Ich komme wieder, ihr Schweine. So, eine Gruppe. Oh, guck mal, die haben den umgehauen. Die sind echt stark. Die sind echt stark. Aber langsam, also. So, wie viel haben wir denn jetzt noch dafür? Oh, es ist auch ein rechter Weg da hoch. Oh, muss doch nicht sein. Ich wollte doch nur kuscheln. Mit dir. Da ist auch noch irgendein Lager da hinten, kann ich sehen. Ist das das Banditenlager oder was? Die Musik ist mir gerade ein bisschen zu laut. Diese Kampfmusik. Ich mag ja die Musik bei Skyrim sehr, sehr gerne.
Also mal von der ganzen Grafik hier abgesehen, enjoy ich die Musik auch so heftig hart. Die höre ich auch privat teilweise, die Lieder. Das ist einfach so schön. Oh, ein Baumstamm. Gemütliche Höhle. Kappa. Das ist die Magierfeste, glaube ich. Ich bin hier einfach so im Nirgendwo. Aber es ist irgendwie auch sehr schön hier. Trotzdem. So, zudem muss man hart sein. Ja, genau so. So, das ist echt noch ein ganzes Stück. Oh, da hinten ist die Magiergilde. Das ist auch extrem geil gemacht, so vom Ausblick her. So, wir sind jetzt da. Für euch ganz schnell, für mich noch 5 Minuten gewesen, gefühlt. Ich friere übrigens gar nicht, weil ich habe gerade noch ein paar Liegestützen gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was da oben so für komische Gegner sein sollen. Irgendwelche Eisgeister. So, Kampfmusik kommt schon. Da ist einer. Beziehungsweise... Den soll ich töten. Okay. Bisschen Damage macht er schon. Oh, okay. Ich muss, jetzt muss ich tatsächlich mal einen Trank nehmen. Oder mal einen grünen Apfel essen. Einen Kuchen essen. Hab ich, Zaubertrank. Damage the target health by... Vielleicht hätte ich die Frostresistenz reinnehmen sollen. Von Anfang an. Ah! Der erste Tod. Der erste offizielle Tod. Und ich lieg da schon richtig gut. Okay, ich nehme mal die Frostresistenz rein, logischerweise. Ah, wo habe ich denn hier gespeichert? So, jetzt nehme ich mal direkt die Frostresistenz rein. Und zwar, wenn ich vor dem stehe. Das heißt jetzt. Oh, der macht schon echt harten Damage, ey. Das ist krass. Ah! Fuck. Was mache ich da? Habe ich jetzt da geladen wieder schon? Schon wieder im Arsch. Nein, ich hab doch hier vorne gequick. Hab ich gequicksaved? Oh, Jan, wieso hab ich denn nicht gequicksaved? Oh. Also nochmal. Es gibt ja auch Leute, die spielen Skyrim sogar ohne Schnellreisefunktion. Also für die, die es nicht wissen, wenn man einen Ort bereits besucht hat, kann man dort per Map, per einen Klick quasi innerhalb von ein paar Sekunden hinreisen. Aber das ist wirklich für die Hardcore-Leute. Ich benutze dann auch die Schnellreisefunktion. Meistens. Jetzt geht's natürlich nicht. Aber wenn wir gleich fertig sind, weil ich laufe jetzt schon das dritte Mal dahin, weil ich zu blöd war, kurz vorher zu speichern. nutze ich dann zum Zurückgehen die Schnellreisefunktion natürlich. So, jetzt save ich. Also ich habe den Frostresistenztrank. Da habe ich einen von. Der langt ja auch. So. Eisgeister-Bann? Ah, warte mal. Kann ich das auf meine Waffe schmieren oder was? Ich versuch's nochmal. So.
Ja, ah, okay, ich kann es vergiften. Okay, wieder komplett vergessen. Kann ich es nochmal machen? Ah, sehr geil, okay. Ich habe es irgendwie komplett vercheckt, dass ich das bekommen habe von ihm. Hätte ich ja gleich einsetzen können, den Scheiß, Mist. Naja, egal. Habe ich wieder was gelernt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was gibt der Stein? Wer unter dem Zeichen der Schlange steht, kann einmal pro Tag ein lähmendes Fernkampfgift auf Gegner verspritzen. Nein, das brauche ich nicht, denn ich bin Olaf und ich haue mit meiner bloßen Hand alles kaputt. So. Jetzt reisen wir zurück nach Königspalast Windhelm und geben mal die Information durch, dass wir diesen fürchterlichen Eisgeist endlich bezwungen haben. So, mal gucken, was der König sagt dazu. Warum verschwenden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven, um einer Legende hinterher zu jagen? Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert. Ihr lebt. Dann schulde ich Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Haha, du hast dich getäuscht. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Ich schwöre hiermit mein Eid. Reicht es nicht, dass ich kaiserliche bekämpfen möchte? Are you saying you sent me out there to die? Bevor ihr wirklich zu uns gehört, müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel, dem zukünftigen Großkönig von Himmelsrand, ein Treueeid schwören. Ja, mache ich gerne. Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln, dem Land und dem Volk von Himmelsrand, eure unerschütterliche Treue schwören. Also, ich bin bereit, den Schwur zu leisten. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr einer von uns. Ein Held des Volkes. Ein wahrer Sohn Himmelsrands. Ein Sturmmantel. Ja. Sprecht mir nach. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Diensten von Erik Sturmmantel zu stellen. Von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Carlos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Mein Herrn, wie an meine Waffen, Brüder und Schwestern. An meine Herren, wie an meine Waffen, Brüder und Schwestern. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Geil, geil. Ihr seid jetzt einer von uns. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Beste, hier, Ehre. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Prost! Oh. Sehr geil. Die Jarl sind verärgert. Sie unterstützen euch nicht alle. Ich ziehe jetzt mal schön die Rüstung an, damit ich aussehe wie ein Sturmmantel. Oh. Sturmmantel, Brustpanzer. Sehr geil. Oh, ich sehe schon sehr geil aus. Ein richtiger Sturmmantel. Meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eure Unterstützung freuen, über ein Däumchen nach oben oder um ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Teil, wenn wir die Kaiserliche so richtig unser Horn in den Arsch stecken hier. Ciao!